Na, hast du diese Clowns schon geschnappt? Ja, Chief. Dann geh und kümmere dich um die Straßensperre auf der Auburn Bay Brücke. Diese Anfänger haben's versaut. Schlimmer kann's nicht mehr werden. Ja, und mit diesem Dienstauftrag herzlich willkommen zur dritten Folge. Hey, toll gemacht. Gut, dass wir diese Bankräuber-Clowns festgenommen haben. Lego sonst City hätte undercover. Es vielleicht den reinsten Medienzirkus gegeben. Einen Medienzirkus. Oh nein. Nein. Weil sie doch als Clowns verkleidet waren. Oh nein. Wie beim Zirkus. Zirkus-Clowns. Ist das Ding an? Oh. Oh nein. Wir sollen zur Orbain-Brücke. Das machen wir mal. So kommen wir schneller hier hoch. Das ist ein Notfall. Das wird sicher Ärger geben. Ach, es geht. Wir müssen halt mal das Taxi kurz kapern. So, hier ist angeblich eine Straßensperre. Gucken wir da mal. Sie können doch fahren, oder? Ich brauche Hilfe! Keine Sorge. Du links und nach vorn. Du rückwärts und rechts. Du links, dann rechts und nochmal leicht links. Du weiter wie gehabt. Ich liebe es. Ist das nicht seine kleine Freundin? Sie, aber ich brauche Ihren Wagen. Ist das nicht seine Kollegin? Von der wir die Freundin da im Krankenhaus? Natalia! Oh. Mein Leben zu zerstören. Du hast dich kein bisschen verändert. Lass das Süßholzgeraspel. Deinetwegen musste ich meine Identität aufgeben. Sogar meine Haarfarbe musste ich ändern. Du warst damals nicht blond? Du. Ich gehe jetzt noch zu Dad, verabschiede mich und dann verlasse ich Lego City. Sehe ich dich wieder? Nein! Gebrochene Herzen. Was ist denn mit der Straßensperre passiert, Chase? Oh, ein Wagen geriet außer Kontrolle. Keine Sorge, hab mich drum gekümmert. Okay. Aber ich brauche einen neuen Wagen. Meinen habe ich, verloren. Eigentlich war das nicht mal meiner. Keine Sorge, bei Frank sind's im Schnitt 2 pro Woche. Beim Imbiss nördlich von dir befindet sich eine Fahrzeugrufsäule, ist aber schon länger außer Betrieb. Und ich soll sie jetzt reparieren. Bist ein schlaues Kerlchen, Chase. Okay, dann gehen wir mal zurück. Und vor am Fort Meadows Imbiss. Okay, das machen wir mal in der dritten Folge. Und wie gesagt, herzlich willkommen, jetzt mal richtig, zu Lego City Undercover. Und wir gucken jetzt mal, dass wir uns hier auseinandersetzen. Muss natürlich hier alles einsammeln, was Geld gibt. Geld kann man in Lego-Spielen immer gebrauchen. Hallo. Ich suche diese alte Rufsäule. Kennen Sie die? Dafür habe ich jetzt keine Zeit. Sieh dir nur die Zapfsäulen an. Alle zerstört. Und ohne Zapfsäulen keine Kundschaft. Aber dank unserer berühmten Eierpastete ist das Gegenteil auch nicht wahr. Reparierst du die Zapfsäulen? Soll es dein Schaden nicht sein? Okay. Dann reparieren wir halt mal die Zapfsäulen. Das war's. Ich bin ruiniert, sag ich dir. Ach.
Wenn deine Eierpastete gut ist, dann nicht. Großartig! Der Imbiss ist gerettet! Was möchtest du? Eiscreme? Ein Hotdog? Ein Eiscreme-Hotdog? Ja, Eiscreme-Hotdog. Jede Menge. Oh, ich weiß. Ich gebe dir diesen Superstein. Der hilft dir beim Reparieren der Rufsäule. Und irgendwo hier müsste noch ein anderer Superstein sein. Superbau. Noch ein anderer Superstein. Gucken wir doch mal. Ich finde diese Detektivmusik irgendwie voll geil. Und was war das? So, dann gucken wir doch mal. Rufsäule, genau. Boah, das ist echt cool. So, schnell, komm, ich will das ganze Geld. Okay. Goldene Steine, 1 von 450. So, und dann wollen wir doch mal was bestellen. Du kannst von hier aus Fahrzeuge anfordern, die du in Ledogus City verwenden kannst. Okay. Notfall, Arbeiter, Wuchtig, Leistung, Räder. Okay, wähle ein Fahrzeug aus, um es anzufordern. Nehmen wir mal den Trooper. In Rot. Geil. Geil. Man kann die Farben ändern. Chase, ein weiteres Verbrechen ist im Gange. Auf dem Lego City Funkhaus haben sich Verbrecher verschanzt und unsere Leute kommen nicht rauf zu ihnen. Ich kann nicht fliegen. Das ist dir doch klar, oder? Ja. Aber mein Onkel Duke ist der Sheriff vom Bluebell Nationalpark. Er hat ein paar der alten Wurfhakenkanonen. Die könnten sich als nützlich erweisen. Und zu Unfällen führen. Deshalb benutzen wir sie nicht mehr, weißt du noch? Na, wenn dir das natürlich zu riskant ist. Ist es natürlich nicht. Super, ich sag Onkel Duke, dass du unterwegs bist. War ich in die richtige Richtung? Ja, tue ich. So, und hier fährt die Eisenbahn lang. Und hier trifft man wohl auf den Emerald Night Express. Ab und zu. Und wir werden das gesamte Spiel durchspielen, habe ich mich zu entschieden, da die ersten Folgen schon recht gut ankamen, beziehungsweise die erste. Und, ja. Man merke, man sollte mir niemals ein Lenkrad geben. Den Betonmischer kenne ich tatsächlich auch. Uiuiui. Sir, mein Name ist Chase. Ellie hatte mich angekündigt. Das hat sie. Freut mich, Chase. Duke Huckleberry ist der Name. Und ich weiß alles über dich. Verzeih meine Offenheit. Aber ich weiß von deinem Fehler. Dich aber deswegen gleich zu versetzen, fand ich ein bisschen heftig. Vor allem, da du den Zeugen zum Reden gebracht hast. Nun ja, ich habe in der Zwischenzeit dazugelernt. So was Dummes passiert mir nicht nochmal. Alles okay? Ja, alles okay. Haben Sie zufällig eine Wurfhakenkanone? Klar habe ich die. Nimm dir ruhig eins dieser nutzlosen Dinger. Haben mir kein bisschen bei der alten Bessie geholfen. Hä? Streifenbarsch, grau. Ungefähr so groß. Was? Nichts. Na gut, ich muss da mal los. Ich glaube, das war die Bessie. Schnappen.
Klar, viel Glück mit deinem neuen Spielzeug. Die sind gar nicht leicht zu handhaben. Okay. Jetzt würde ich aber gerne... Wie komme ich da jetzt hin? Wo steht... Da steht mein Poli... Da steht ein Polizeiwagen. Chase, es gibt da ein Problem. Ja, die Sache lief bisher auch viel zu glatt. Was gibt es denn? Wir haben widersprüchliche Informationen darüber, in welchem Gebäude die Räuber sind. Der Chief hat Fußstreifen auf die Suche geschickt, aber ich denke, du findest einen besseren Weg. Begib dich auf das Dach des Burgerladens, den ich auf deiner Karte markiert habe. Von dort kann ich mit dem Scanner herausfinden, in welchem Gebäude sie sind? Korrekt. Viel Glück, Chase. Okay. Ein Superstein, beziehungsweise ein Superbauelement, oder was? Was bedeutet die Markierung hier auf der Karte? Ah, eine Rufsäule. Habe ich keine Steine mehr für. Okay. Daher ist es tatsächlich auch sinnvoll, alles, was man findet, zu zerstören. Alles Zerstörbare. So. Gut, jetzt fahren wir hier noch hoch. Und jetzt einmal hier rum. Einmal hier rum. Oh. Okay. Bin Lokführer, tut mir leid. Ich muss jetzt hier mal gucken. Okay. Hey. Aha. Interessant. Das, was explodiert. Und wir sind wieder in... In der Stadt. So. Dennis. So, ich soll vom Dach aus scannen. Okay. Ah. So. Und zack. Und hoch und hoch und hoch und hoch. So, und dann die Leiter hoch.
So, dann wollen wir mal sehen, wo ihr seid. Nochmal und hochscannen. Hab euch. Wird Zeit, dass euch jemand darunter holt. Weniger quatschen, handeln ist angesagt. Ich hätte gern so einen... Ellie, ich habe die Räuber gefunden. Aber ich werde mich auf das Nachbargebäude begeben. Von dort aus springe ich rüber und habe das Überraschungsmoment auf meiner Seite. Und verpatze ich es, bin ich wenigstens eine Woche krankgeschrieben. Lecker Krankenhausverpflegung. Okay, komm her. Einmal so, dann so. Was gibt's Neues? Und wieder hoch. Ah, so. Wenn du nach roten Steinen, goldenen Steinen, Fassungen oder Charakteren suchst, kannst du deinen Fortschritt in jedem Bezirk ansehen, okay? Oh, oh, Frank. Oh, zum Glück habe ich keine Höhenangst oder irgendeine andere lächerliche Phobie. Bonjour! Französisch! Papageien! Ach so. Ich hätte eher Angst vor Französisch. Ich war auch schon mal fitter. Ich kipp gleich um. Es muss einen Weg zu diesem Gebäude geben. Ja, natürlich. Gibt es den? Wuhu! Diese Wurfhakenkanone ist super. Wuhu! Okay. Jetzt ist mir ein bisschen schlecht. Okay. Da komme ich noch nicht ran. Zack, 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 zack. Das kenne ich noch. So. Das ist jetzt ein Trampolin. So. Naja, das Zeug sah eh geschmacklos aus. So. Ach, da sind diese Sprungfelder, ne? I want my moment. Hey, hier unten ist ein Korb. Alle Mann abhauen! Die Diebe okay. Werden mir nicht entkommen. Hochklettern. Den einen habe ich, bleiben noch die anderen. Genau. Wow! Ich wusste gar nicht, dass ich so ein guter Turner bin. Doch, anscheinend ja schon. Ach so, hier die Ranken hoch. So. So, zack, 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 zack. Ist hier oben noch einer? Okay.
Okay, diese Fähigkeit ist auch gesperrt. Auch gesperrt. Schade. Und die hier? Auch gesperrt. Ich muss also überall irgendwann nochmal hin. Mich gar nicht. Das wären dann zwei. Das wären zwei, genau. Da ist Nummer drei. Bleibt nur noch der Anführer. Halt! Okay, okay, okay. Ihn zu schnappen wird wohl schwieriger. Und hoch die Wand. Hoch das Dach. Hier kommst du nicht rüber! Ich kann auf dem Dach eine Person erkennen, die womöglich der Kopf der Verbrecherbande ist. Sie scheint jemandem zuzuwinken. Du musst dir schon mehr einfallen lassen, um mich aufzuhalten. Warum habe ich nur die Klappe so weit aufgerissen? Moment! Jetzt schickt sich doch jemand der Lego City Polizei an, hier mitzumischen. Und es sieht nach einer Verhaftung aus. Für ja. Sie vor Ort, Conrad Peters von den Kanal Kara Nachrichten. Kanal Kara Nachrichten. Okay. Na, komm schon, gib endlich auf! So, und wir kommen hier hoch. Jetzt holen wir uns ganz kurz hier noch den blauen Stein. So, wo ist er? Wo ist er? Hilf mir! Sonst fall ich! Ich habe eine Frau und zwei Goldfische! Nimm meine Hand! Sag, für wen du arbeitest! George! George! Vater Benson? Barry? Ja, komm schon! Ich kann nicht! Der nimmt mich auseinander! Okay! Ich arbeite für Rex Fury! Rex? Wo ist er? Keine Ahnung! Er meldet sich nur per Telefon! Und wer weiß es sonst? Was weiß ich? Vielleicht Blue! Er ist im Albatros-Gefängnis! Geh zu ihm, aber lass mich bloß nicht fallen! Okay. Du scheinst ja gut informiert zu sein. Naja, ich schnapp das ein oder andere auf. Na, jetzt wohl nicht mehr. Komm, helf ihm. George, Vater Bensonberry? Hey! Lange nicht gesehen, Dave! Gut. Polizeimarkenanteil. Und? Na, nur 38%. Das heißt, wir müssen sowas dann immer mal wieder machen. Gut. Und wir gehen natürlich die Geschichte fortsetzen. Aber das war's mit der heutigen Folge. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ja, bis dahin und bye bye.